Willkommen zurück zu Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Und guckt mal, es leckt nicht mehr. Es leckt nicht mehr. Es ist so toll, es leckt nicht mehr. Ich habe den Schlüssel bekommen. Und so einiger wird sich wahrscheinlich denken, boah, ey, dieser Fuchs, dieser Mr. Nightfox, ey, den kann man sich doch gar nicht angucken. Der ist doch viel zu überdreht und viel zu, ja, er redet viel zu viel und er redet viel zu viel um den heißen Brei. Und Leute, ich muss euch sagen, ihr habt recht, aber das bin nun mal ich. Und ich bin nun mal so abgedreht und das wird auch so schnell keiner ändern. Schon aus dem Grund, ich mag es, abgedreht zu sein. Ich meine, meine Freunde kennen das von mir. Ich bin einfach total durch den Kopf. Ich bin einfach total, wie soll ich das sagen? Ich bin ein Spaßvogel. Ja, ein Vogel bin ich. Ich bin ein Vogel. Chirp, 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 zwitscher. Ich habe einen Schaden. Und dazu stehe ich aber auch. Also, ich muss mir hier gerade mal... Da waren wir schon. Ich muss mir hier gerade mal überlegen, was ich eigentlich sagen möchte damit. Also, ich mag auch dieses total Abgedrehte bei manchen Let's Playern. Und auch so manchmal dieses absolut Verpeilte bei den Let's Playern. Da stehe ich voll drauf, Leute. Gebt mir mehr. Einfach nur totale Abspackprämie. Abspackprämie. Ich habe so einen Schaden. Es gibt hier bei mir die totale Abspackprämie. Genau. Nicht die Abwrackprämie, die Abspackprämie. So, hier laggt es wieder ein bisschen, aber... Naja. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Wer das schlimm findet, soll bitteschön das Video nicht gucken. So. Ich kann da aber auch nichts dran ändern. Anscheinend. Ich habe gedacht, ich hätte es hingekriegt jetzt, aber noch weiter mit der... Aua! Noch weiter mit der Quali kann ich nicht runtergehen. Ich habe mir eben wehgetan, aber böse. Mein Finger ist verletzt. Ich kann nicht mehr zocken. Halt! Halt! Halt, stopp! So. Mann. Dann muss ich nochmal gegen den kämpfen. Okay, aber wir haben die 4 Millionen. Das finde ich toll. Wir kriegen noch mehr Geld. Ich brauche insgesamt 10 Millionen. Ach, da hätte ich nur speichern können. Aber guck mal, 82 und mittlerweile... Wir speichern nochmal kurz. Und mittlerweile 87. Oh Leute, das geht echt schnell, wenn wir das auf nochmal spielen. Es geht echt schnell. So, vor allem im nächsten Dungeon wird das schnell gehen. Kann ich euch versprechen. So, kurz mal den Champion ausnutzen. Denn jetzt passiert es. Ich bin hier, Iris. Der Spiegel der Wahrheit befindet sich hinter dieser Tür. Wenn deine Gefühle für Foxy echt sind, wirst du dich im Spiegel sehen können. Eine Sekunde! Zuerst möchte ich noch wissen, was du Foxy fragen wolltest. Was Foxy für dich und du für ihn empfindest. Liebt ihr euch wirklich? Meine Gefühle für Foxy sind echt. Foxy, wie steht es mit dir? Wollen wir reingehen, Selan? Ja. Also, zur Info muss man sagen, das wird jetzt hier nicht erklärt. Sollten sich die beiden nicht im Spiegel sehen, dann haben sie keine echten Gefühle füreinander. Warum schiebst du die beiden in diese Richtung? Wer bist du? Ich bin Atea. Du bist eine Elfe. Ein Elfe. Du bist ein Elfe, nicht wahr? Ja, ich lebe länger als ein Mensch und spüre Dinge, die ein Mensch nicht spüren kann. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Ich schiebe sie nirgendwo hin. Ich will nur die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Ja, die Wahrheit. Es ist meine Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden. Wir werden es auch gleich erfahren. Das ist also der Spiegel der Wahrheit. Foxy, es tut mir leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Selan, du vertraust mir, oder? Natürlich tue ich das. Ich vertraue dir auch. Ich bin nur hier, weil Iris etwas gesagt hat, dass... Es ist witzig, ich vertraue den Worten meiner geliebten Frau und trotzdem beunruhigen mich die Worte einer Fremden. Selan, selbst wenn du nicht im Spiegel zu sehen bist, vertraue ich dir trotzdem. Danke, Foxy. Es tut mir so leid. Ich hätte es wissen müssen. Du hattest recht. Ich hätte mein Vertrauen in dich verloren, falls du nicht im Spiegel zu sehen gewesen wärst. Wie absurd. Ich vertraue dir natürlich mehr als diesem mickrigen Spiegel, Selan. Lass uns zurückgehen, Foxy. Ich weiß jetzt, was ich für dich empfinde. Entschuldigung, dass ich euch störe, aber... Es sind Monster im Anmarsch. Kommt schnell zurück. Und sie sind beide zu sehen. Das ist gut. Und habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich spule noch mal kurz ein Stück zurück, Leute. Achtet mal auf Iris.
Die hat kurz in den Spiegel geguckt. Habt ihr das gesehen? Das sind kleine Details, auf die man achtet, wenn man dieses Spiel kennt. So Leute, wir kämpfen gegen den Eisdrachen. Und wir nehmen einmal den Juwelenstaub. Wir nehmen einmal den Phönix. Wir nehmen einmal den Feuerhauch. Und wir nehmen natürlich nochmal den Phönix, weil wir für den Phönixwind noch nicht genug Zornpunkte haben. Allerdings werden wir dazu auch nicht kommen, denn dieser Gegner wird innerhalb einer Runde besiegt sein. Da bin ich vollkommen von überzeugt, weil diese Eisdrachen sind nicht stark, Leute. Die sind echt nicht stark. Aber ich freue mich. Gleich kommt was, worauf ich mich freuen kann. Zack, tot. Wir haben eine Götterfrucht bekommen. Gleich kommt echt was, worauf ich mich freuen kann. Das war ja einfach. Aber der Spiegel ist zerbrochen. Der kann wohl nicht mehr benutzt werden. Ich denke, das ist schon in Ordnung so. Übrigens, was ist mit euch beiden? Habt ihr euch im Spiegel gesehen? Wir haben es uns anders überlegt. Nicht wahr, Foxy? Genau. Schade. Wo wir gerade bei Spiegeln sind, ich sehe Iris gar nicht mehr. Stimmt, wo ist sie? Die Monster haben sie nicht erwischt, oder? Ach ja, das weißt du ja nicht. Sie ist eine sehr starke Frau und sie hat mächtige Zauber. Monster können ihr nichts anhaben. Tatsächlich? Sind ihre Zauber wirklich so stark? Sie ist irgendwie seltsam. Sie taucht ganz plötzlich auf und ist genauso plötzlich wieder weg. Lass uns zurück in das Dorf gehen. Jo. Die beiden scheinen sich noch näher gekommen zu sein. Nein, sie waren sich schon immer so nah. Ach ja, der Spiegel der Wahrheit ist zerbrochen. Und da kommt Iris. Meine Mission ist beendet. Ich kriege an dieser Stelle immer Gänsehaut, denn wir werden gleich etwas sehen. Und das werden wir erst am Ende des Spiels herausfinden, wer das ist. Allerdings, wer das Intro Part 0 gesehen hat, weiß, wen man da gerade im Spiegel sieht. Es gibt kein Zurück. Nur wenn einer von ihnen nicht mehr ist, werden wir die Antwort erfahren. Es ist Erim. Ist es nicht so, Arik, mein Gebieter? Es ist eine Höllenfürstin. Die ganze Zeit gewesen. Das wissen Foxy und Selan aber noch nicht. Das wissen nur wir. Als Spieler. So, ich mache mir den Weg jetzt nicht nochmal. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob wir was vergessen haben. Nein, ich mache mir den Weg jetzt trotzdem nicht nochmal. Ich flüchte und begebe mich so nach Durinea. Und dann gehen wir erstmal kurz pennen. Aber wir reden erstmal. Die Frau kam vor einiger Zeit her und ging nach Westen in Richtung Chada. Chada! Leute, jetzt wird es geil. Jetzt kommt mein absoluter Lieblingsberg. Und ich mag Berge in diesem Spiel. Solltet ihr mittlerweile mitbekommen haben. Allerdings, bevor wir auf diesen Berg gehen, gehen wir erst nochmal zur Schicksalsinsel. Und ich sag euch jetzt gleich, auch wenn ihr Schicksalsinsel hört, schaltet noch nicht ab. Schaltet noch nicht ab. So. Wir gehen zwar jetzt ins Casino, aber wir zocken noch nicht. Wir werden jetzt... Ach, wir haben noch gar keine 5 Millionen. Aber das ist egal. Ich werde jetzt mein ganzes Geld für Chips ausgeben. Ich werde jetzt definitiv mein ganzes Geld für Chips ausgeben, um mir etwas zu kaufen. Servus, was darf's denn sein? So, und das könnte ein bisschen dauern, Leute. Das werde ich auch jetzt nicht rausschneiden. Weil wir können da mal noch ein bisschen reden. Was halte ich von diesem Spiel? Also, ich finde die Story ja richtig genial. Also, echt, ich finde die Story echt richtig genial. Und, ja, also... Ich würde gerne mal wissen, was ihr bis jetzt von diesem Spiel haltet. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Was haltet ihr von diesem Let's Play und von dem Spiel allgemein? Das würde mich echt interessieren. Und vielleicht gehe ich dann auch irgendwann mal auf ein paar Kommentare ein in einem Spezialvideo. Jetzt nicht während einem Let's Play, aber weil, naja, ich denke mal, bis dieses Video hochgeladen ist, wird das Let's Play schon so gut wie fertig aufgenommen sein. Aber das ist ja nicht schlimm. Oh. So. Erstmal immer weiter. Immer munter. Wir haben fast 500.000 Chips. Sobald wir 500.000 Chips haben, können wir uns nämlich was besorgen.
Also das ganze Geld werde ich jetzt noch nicht ausgeben. Das Geräusch ist nervig, ich weiß. So, ich brauche noch 5.000, nee, 4.000. Oh. Noch. Ja. Das machen wir einfach mal so. Ah, jetzt habe ich zu viel. Schade. Ich wollte auf genau 500.000 kommen. So, wir haben nämlich hier ein, etwas, das heißt Drachentöter. Und den bekommt Foxy. Ja, der Drachentöter. Meine absolute Lieblingswaffe, Leute. Absolute Lieblingswaffe. So, wir füttern jetzt erstmal Blub weiter. Ach komm, ey. Natürlich. Mit dem Tektoschwert. Wolltest du auch haben. Megalanze kann ich dir leider noch nicht mitdienen. So. Wir haben jetzt da den Drachentöter. Zumindest einen haben wir. Den zweiten, den holen wir uns noch, definitiv. Allerdings, ich glaube, da hole ich mir das Geld lieber noch ein bisschen offscreen. Weil der Drachentöter... Wobei, komm, wir brauchen nur einen Drachentöter. Das wird sonst echt zu viel. Wir wappen uns jetzt einfach mal nach Shadda. Wir waren ja schon mal dort. Dann müssen wir den Weg dahin nicht auf uns nehmen. So. Großväterchen hat gesagt, dass wir den Drachenwald besiegen müssen oder die Stadt ist verloren. Okay. Jetzt können wir auch hier einkaufen gehen. Könnten wir vorher nicht. Oh, Riesenaxt. Sehr schön. Nee, du kriegst das nicht, weil der Phönixstab, der ist eindeutig besser, meiner Meinung nach. Aber Runendegen. Nee, wir behalten den Phönixstab. Geistermütze. Ja, komm, auf ein bisschen Magieabwehr kann ich verzichten. Und die Runenkralle. Eisenjacke und Eronanzug. Lohnt sich nicht. So. Kapsel füttern. Guck mal, du willst die Megalanze. Ich habe eine Megalanze für dich. Hier, bitteschön. Und ja, komm, wenn wir schon mal dabei sind, kriegst du auch einen Kristallhut. Und noch einen Kristallhut. Daneben nicht. Und eine Dornenkralle. Was? Du willst mich doch jetzt verarschen. So. Und Großväterchen ist übrigens schon bei dem Drachen. Aber... Da werden wir jetzt gleich hingehen. Aber da werden wir jetzt gleich hingehen. Das hatte so viel Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe. So, wir werden jetzt erst nochmal pennen gehen. Wird wahrscheinlich besser sein. Wo ist denn hier das Hotel? Na, finden wir gleich. Gehen wir erstmal hier hin. Was hat er sich bloß dabei gedacht, allein zum Vulkan zu sehen? Der Feuerdrache lebt auf dem Vulkan. Der Alte denkt, dass der Drache die Ursache für alles ist. Hoffentlich übernimmt sich der Älteste nicht. Er ist schließlich nicht mehr der Jüngste. Ich möchte auch den Feuerdrachen sehen. Ah, du Junge. Kleiner, dafür bist du noch ein bisschen zu klein. Also, wir reden in ein paar Jahren nochmal drüber, würde ich sagen. Wenn du ein bisschen größer bist. So, wir gehen jetzt erstmal pennen und dann gehen wir schon mal zu dem Vulkan. Zu dem Feuerberg, zu dem Drachenberg. Und ich muss mich beeilen, ich will auf jeden Fall noch in einen Raum reinkommen. Und im nächsten Part geht's dann in diesem Raum weiter. Und das werdet ihr auch gleich sehen, warum ich das mache. Oh, ich kann euch jetzt erstmal die Macht des Drachentöters zeigen. Ich kann euch jetzt erstmal die Macht des Drachentöters zeigen. Gegenüber Drachen. So. Und jetzt werden die Gegner auch richtig stark. Der Drachenberg. Wir können hier theoretisch einfach nach oben. Will ich aber nicht. Ich will erstmal nach oben. Okay, ich werde den Part jetzt ein bisschen überziehen. Ich werde ihn überziehen. So. Ah, und ich werde den Kämpfen mal mehr oder weniger mal aus dem Weg gehen. So, wir haben hier nämlich schöne Rätsel. Und das, denke ich mal, schwierigste Rätsel des ganzen Spiels. Nicht nur denke ich mal, es ist das schwierigste Rätsel des ganzen Spiels. So. Einmal hier den Echo-Ring. Werde ich auch jetzt noch nicht ausrüsten. Da unten die Tür, die da noch war, hätte uns dahin gebracht. Überraschungsangriff, okay. Du willst es nicht anders. Du willst es nicht anders. Aua. Behemoth. Und ich werde dieses schwerste Rätsel auch ausnahmsweise, muss ich dazu sagen, ausnahmsweise, weil normalerweise gucke ich immer nach, wie das funktioniert.
Ich werde es diesmal nicht machen. Ich werde das so lange durchziehen, bis wir es geschafft haben. Und wenn ich das mit Hintergrundmusik hinterlegen muss und ein bisschen vorspulen muss und auf meinem Backup-Kanal als kompletten Part Uncut hochladen muss, das werde ich auf meinem Trash-Kanal, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich will das einmal schaffen, ohne nachzugucken, auch wenn ich eine Stunde daran sitze. Erdbeben! So. Werde das auch die ganze Zeit kommentieren, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich das überspielen werde. So. Ah, Leute. Wie geht's denn hier jetzt weiter? Erstmal nach oben. La 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 la. Wir haben hier noch ein anderes Rätsel, was mich jetzt noch ein bisschen schwitzen lässt. So, du kommst. Nein, 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 nein. Du kommst mal her. Hier rüber. Dankeschön. So, jetzt können wir nämlich hier die Treppe hoch. Oder hier nach unten. Ich wäre für hier nach unten eigentlich. Das war nicht so gut. Aber wir haben ja Frostfee. Ich glaube, diesen Part werde ich auch splitten. So. Kling. Alles klärchen. Geht mir aus dem Wegchen. Ich möchte mir hier gerne die blaue Kiste holen. Ich glaube, hier können wir noch gar nichts machen. Ne? Bin mir jetzt nicht sicher. Aber wir haben hier noch keinen Schlüssel. Oh Gott, nein, nicht dieser Raum. Wir gehen hier auf jeden Fall... Okay, wir gehen hier auf jeden Fall nochmal rein und holen uns den Rest. Alles, ne? Ist klar. So. Einmal Stun, zweimal Stun, dreimal Stun. Und den ersten Gegner, den... Ein Brokion! Ein Brokion! Oh mein Gott! So. Weiß, kann sein, dass ich den Part gar nicht splitten muss, dass er gar nicht so lange wird. Wir sind jetzt bei 16 Minuten gleich. So eine Minute kann sich ganz schön ziehen, muss ich sagen. So. Komm, geht down! Oh mein Gott. Down! Down! Was? Was? Oh mein Gott. Bei meinem alten Channel World of Fox habe ich bei diesem schweren Rätsel zum Beispiel nebendran meinen Laptop stehen gehabt und habe mir das angeguckt, wie das funktioniert. Hat aber auch einen Grund. Also, es ist sauschwer, Leute. Es ist sauschwer. So, es ist echt sauschwer. Also ich sag das jetzt nicht nur so, es ist sauschwer. Ich glaube, wir sind sogar schon fast da. Ich würde gern dir aus dem Weg gehen. Und, ah komm, da haben wir noch ein kleines Rätsel. Ich glaube, ich habe es schon verkackt. Nee, habe ich nicht. So, es gibt jetzt nochmal ein schönes Wechselbad der Gefühle mit Haken und Hammer. So, kling. Haken. Und, ist klar. Und Hammer. Und Haken. Und hier hoch. Und darüber erstmal. Hier haben wir den Schutzring. Den Schutzring. Den Magiepanzer. Und was noch wichtiger ist, den Heilsirup. Ganz wichtig. Oh Mann. So. Ich brauche den Hammer nochmal. Zack. Dann geht's nämlich hier zurück. Und dann hier rüber. Ja, das ist jetzt echt so ein Hin und Her, so ein kleines. So und so. Ich brauche Ursprung. So, dann machen wir das nämlich diesmal... Nein! Machen wir das nämlich diesmal anders. Oh Gott. Halt. Den auch noch.
Sonst kommen wir da nicht rüber. Das ist das Einzige, was jetzt nervt hier. Aber es gibt noch ein Rätsel, was mich nerven wird gleich. So. 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 Jetzt aber. So. So. Und da nach oben. Wunderschön. Jetzt kommt's erstmal. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Oh Gott, Leute. Es wird jetzt so beschissen. Ich hasse dieses Rätsel. Da. Scheiße. Das können wir schon vergessen. Hab einen Schritt zu viel gemacht. Okay. Nochmal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Da. 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 Wir können nur vier Schritte gehen. Da. 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 Und geschafft. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich hab da... Ich hab das im zweiten... Ich hab das im zweiten Versuch geschafft. Bitte? Oh Leute, jetzt geht's los, denn wir haben hier eine Wand, eine schöne. Ich muss mal kurz gucken, nicht, dass meine Aufnahme abgeschmiert ist, weil das läuft mir gerade echt zu flüssig. So, hier, die Wand geht auf und geht direkt wieder zu. Das heißt, wir müssen hier theoretisch zwei Bomben hinlegen, so. Und hier sehen wir uns im nächsten Part. Hier fängt's nämlich an, das schwerste Rätsel bei Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Bis dann und ciao!